Hallo und schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Alex und ich bin freiberuflicher Bildbearbeiter und normalerweise für meinen Job weltweit unterwegs. Natürlich hat sich im letzten Jahr die Art und Weise meiner Arbeit grundlegend geändert, aber ich bin nach wie vor auf die Power und die Flexibilität eines hochwertigen Laptops angewiesen. Ich benutze seit ungefähr einem Jahr ein Aero 17. Und mit dem Launch der neuen Modelle hat Gigabyte mich gebeten, einmal zusammenzufassen, warum ich die Aero-Modelle für meine tägliche Arbeit so schätze. Dazu ein kleiner Disclaimer. Ich wurde von Gigabyte für die Produktion dieses Videos kompensiert, aber es fand in keiner Form eine Einflussnahme oder Kontrolle des Videoinhalts statt. Nachdem wir das geklärt haben, lasst uns zum eigentlichen Thema dieses Videos kommen. Ich habe für euch meine persönlichen Top 5 zusammengetragen, welche die Gigabyte Aero-Modelle in meinen Augen zu den besten im Moment am Markt erhältlichen Content-Creator-Laptops überhaupt machen. Punkt Nummer 1 und für mich als Retoucheur mit am wichtigsten, die Displays. Da gibt es bei den Aeros zwei sehr gute, aber auch zwei sehr unterschiedliche Optionen. Das Aero 15 kommt mit einem 4K OLED-Panel. Und was soll ich sagen? Ich bin selbst sehr großer OLED-Fan und ein Laptop-Display mit solch einem extremen Kontrastumfang und Auflösung auf 15 Zoll ist wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Gerade wenn ihr Bilder bearbeitet oder retuschiert, die Klarheit, mit welcher das OLED-Panel Bilder auflöst, sowohl was Farben als auch Helligkeitsabstufen angeht, ist einfach etwas, was man gesehen haben muss und ist wirklich nur sehr schwer zu beschreiben. Es ist aber nicht alles nur Schein und mit einem durchschnittlichen Farbabstand Delta E von unter 1 ist das Panel auch ohne Probleme für professionelle Anwendung geeignet. Das Aero 17 HDR liegt mit seinem 4K 17 Zoll Display nochmal eins obendrauf und mit einem Delta E von 0,6 kann es sich selbst mit klassischen Desktop-Referenzdisplays messen. Dazu kommt die extreme Helligkeit, die Produktion im Freien durchaus möglich macht. Der Kontrast kannst du zwar nicht ganz mit dem OLED des kleineren Bruders messen, ist aber dennoch auf einem sehr hohen Niveau. Ich hatte selbst den Vorgänger für einige große kommerzielle Projekte und Produktionen im Einsatz und bin bis heute der Meinung, dass es mit eines der besten mobilen Displays am Markt ist. Punkt Nummer 2, Ports. Gigabyte ist Gott sei Dank der Meinung, dass wir als Kreativschaffende nicht nur auf einen Port oder Anschluss für alles zurückgreifen wollen und spendiert beiden Aeros so ziemlich alles, was man sich mit und ohne Adapter vorstellen kann. Jedes Aero kommt mit 3 Standard-USB-A-Anschlüssen und einem USB-C Thunderbolt 3-Port. Dieser kann als normaler USB-C-Port für Accessoires oder Festplatten benutzt werden, als Display-Anschluss für Monitore mit einem nativen USB-C-Anschluss oder per Adapter oder als Thunderbolt 3-Port für Docking-Stations oder sogar externe GPUs. Abgerundet werden die Display-Anschlüsse mit einem klassischen Mini-Display-Port und einem neuen HDMI 2.1-Port, über den auch die neuesten Fernseher und Displays mit bis zu 4K Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate betrieben werden können. Als Creative Professional freue ich mich natürlich auch über einen schnellen SD-Kartenleser und vor allem über den 2,5 GB Ethernet-Anschluss. Ich benutze selbst einen 10 GB Ethernet-Server und kann auf diesen nun mit meinem Laptop zugreifen, was die Bildbearbeitung als auch sogar Videoschnitt über das Netzwerk möglich macht. Kommen wir zu Punkt Nummer 3, den neuen Grafikkarten. Die größte Neuerung der Aeros ist natürlich der Umstieg auf Nvidias neue Grafikkartenarchitektur Ampere. Neben dem grundlegenden Leistungssprung in Sachen Gaming oder Videobearbeitung profitieren vor allem Anwendungen, welche auf die AT oder auf die Tensorkerne zurückgreifen können. Zusätzlich zu der neuen Hardware verbessert Nvidia auch den Software-Support durch speziell angepasste und regelmäßig aktualisierte Studio-Treiber. Diese Treiber sind vor allem für Content-Creator interessant, zum Beispiel für mich als Retoucheur mit dem vollen 10-Bit-Support für professionelle Displays für alle GPU-Modelle ab der RTX 3060. Zusätzlich beinhalten die speziell angepassten Treiber zahlreiche Optimierungen für Anwendungen wie DaVinci Resolve und ermöglichen Zugriff auf die Hardware der Grafikkarte. Ein Beispiel wäre in diesem Fall die Speedflow-Funktion zum Verlangsamen von Clips mittels Interpolation. Das Ganze läuft mit einer Neural Engine und die Berechnungen können durch die Tensor Cores extrem beschleunigt werden. Auch für 3D-Art-Tests sind die neuen Karten durchaus interessant. Mein Kollege Alex hat mir freundlicherweise ein Beispielprojekt aus Cinema 4D zur Verfügung gestellt. Und im Vergleich zu der 2070 Max-Q aus meinem alten Aero können die Renderzeiten teilweise mehr als halbiert werden. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Performance. Natürlich nützt die schnellste Grafikkarte rein gar nichts, wenn der Rest des Systems nicht mithalten kann. Aber auch hier hat Gigabyte seine Hausaufgaben gemacht und spendiert beiden Laptops sehr schnelle 8-Kern-Prozessoren aus dem Hause Intel. In Anwendungen wie Photoshop, die eher die Single-Core-Leistung der CPU nutzen, takten beide Laptops mit weit über 4 GHz, was selbst komplexe Bearbeitungen von großen Bilddaten ohne Probleme ermöglicht. Auch in Multicore-Anwendungen wie DaVinci Resolve müssen sich beide Laptops nicht verstecken. Meine Testvideos wurden ohne Probleme und sehr zügig gerendert. Beide Laptops sind hervorragend gekühlt und Gigabytes Control Center ermöglicht neben dem Anpassen der Power Levels an die jeweilige Aufgabe auch eine sehr feine Lüftersteuerung. Soll es im Photoshop eher ruhig zugehen, dann einfach die Lüfter auf normal.
Soll ein Video möglichst schnell gerendert werden, dann einfach alles auf Maximum. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, sich auch eine komplett eigene Lüfterkurve zu erstellen. Abseits von CPU und GPU punkten beide Laptops mit extrem schnellen SSDs. Meine Aero 17-Konfiguration kam sogar mit 2 TB NVMe-Speicher und sehr viel RAM. Gerade in Photoshop können die heute standardmäßigen 16 GB RAM sehr schnell sehr knapp werden. Und so kommt das Aero 15 in ausgewählten Konfigurationen mit 32 GB und das Aero 17, wie erwähnt, sogar mit 64 GB RAM. Punkt Nummer 5, das Betriebssystem. Ich werde oft gefragt, warum ich Windows anderen etablierten Betriebssystemen vorziehe. Und der Grund für mich ist ganz einfach Flexibilität. Auf der Softwareseite lässt Windows einfach viel mehr Anpassungen durch den Nutzer zu. Und auf der Hardwareseite ist die Auswahl einfach viel größer, um sich das für den eigenen Workflow passende Gerät selbst herauszusuchen. Dazu kommt, dass Windows für mich und meine Arbeit zuverlässig und meist auch ohne Probleme läuft und ich mich nicht durch das Betriebssystem eingeschränkt fühle. Zusatzpunkt 6. Nachdem wir jetzt hauptsächlich über die Arbeit gesprochen haben, möchte ich natürlich auch die Gaming-Performance der neuen Grafikkarten und somit auch der Laptops nicht außer Acht lassen. Und hier muss ich sagen, dass wir uns so langsam aber sicher in die 4K-Gaming-Region vorwagen. Ich bin selbst großer Fan von Open-World-Story-Games wie Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla oder Horizon Zero Dawn. Und gerade Assassin's Creed und Horizon Zero Dawn laufen ohne große Probleme in der nativen 4K-Auflösung auf beiden Laptops. Gerade bei dem Aero 15 mit dem OLED-Panel habe ich teilweise das Gefühl, ich sehe die Spiele zum ersten Mal. Durch die Architekturverbesserung der neuen Grafikkarten profitieren auch Spiele, die auf Raytracing und DLSS setzen, enorm. So ist es ohne weiteres möglich, Cyberpunk 2077 in Full HD auf maximalen Einstellungen zu spielen und mit etwas Experimentieren durchaus auch in höheren Auflösungen. Nvidia und Gigabyte haben anscheinend auch an der Effizienz gearbeitet, denn beide Laptops sind im 4K-Gaming-Betrieb angenehm leise. Wie gesagt, ich bin großer Fan von beiden Laptops. Das Aero 15 OLED ist für mich die perfekte mobile Alleslösung und durch den Formfaktor überall ohne Probleme einsetzbar. Das Aero 17, auch wenn es leichter ist als die meisten 17 Zoll Laptops, geht für mich auch in der Konfiguration, die ich hier habe, eher in die Desktop-Replacement-Richtung und meistert auch diese Aufgabe mit Bravour. Ich hoffe, dass meine Infos nützlich für euch waren und dass ich euch einen guten Einblick in das Aero-Lineup von Gigabyte vermitteln konnte. Ich danke euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.